Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Sins of Azolar Empire. Da gehen wir doch gleich mal rein. Ich muss zugestehen, ich habe so ein bisschen an den Einstellungen geschraubt für Mikrofon, weil ich das Gefühl hatte, in den letzten Aufnahmen war meine Stimme wesentlich viel lauter als das Spiel. Das soll natürlich nicht sein, soll angemessen sein. Also der Kommentar soll passend sein, aber vom Spiel soll man halt auch noch was hören, ne? Also von dem her, das ist so der Plan. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Wenn nicht, dann habt ihr drei Aufnahmen, wo ich viel zu leise oder zu laut bin. Das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, das wird man sehen. Es wird übrigens... Upsi. Es wird übrigens... Jetzt lasst mich doch mal gucken hier. Passt das jetzt? Ja. Okay. Forscher haben etwas Interessantes entdeckt. Ach, schön, was denn? Was haben sie denn da entdeckt? Handelseinkommen, 20%, oder? Ist doch schön. Und zwar... Ach du Scheibenkleister. Ja gut, genau, die springen dahin. Und zwar wird es... Alle Energie auf den Sprungantrieb! Es wird bei mir kein... Mein Signal. Mehr Kristalle benötigt. Kein Doppelscreen geben für mich. Gibt's nicht. Liegt ganz einfach daran, die Screens, die es von der Firmenauflösung nicht hätte geben wurde gefunden. Sollen können, sind 4 zu 3 oder so. Und das ist dann doch ein bisschen arg blöd. Abgeschlossen. Also wird es irgendein günstiger Monitor mit ein bisschen einer höheren Auflösung, weil es das, was ich jetzt habe, nicht mehr gibt. Für die vorderste Front. Habe ich Pech gehabt. Bauwerk komplett. Ja, ich hoffe, die Aufnahmen passen jetzt noch. Ich werde dann eh alles umstellen müssen, sobald der neue Screen da ist. Aber vorerst werden wir damit lieb wir sind bereit. Nehmen müssen. Hilft nichts. Was ist das denn? Gruppenschild. Ich werde nicht versagen. So. Alle Geschütze bereit. Ah, schaut doch alle gut Geschütze aus. Bereit. Also ich würde sagen, hier gewinnen wir auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal. Planetenentwicklung abgeschlossen. Genau, hier machen wir die Planetenentwicklungen. Boah. Genau. Ihr Freund und schauen wir mal, aber das dürfte schon passen. Ah, hier sind sie. Die Novalit-Kanonen, mit denen ich die ganze Planeten ausrollen kann. Abgeschlossen. Also langsam gehört mir eine ganze Menge zu Zeug. Also das ist schon sehr schön. Was jetzt, Commander? Und hier bilde ich halt weiterhin aus, ne? Schrieken, leichte Raketen, Flak. Schwerer Kreuzer. Und noch einen schweren Kreuzer. Ja, der haut ab. Passt. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Oh ja. Da muss ich auch noch alles aufrüsten, aber da fehlt mir gerade wirklich das Geld. Ich expandiere gerade ein bisschen zu schnell, ne? Der kommt hier mit 1000 Millionen Zeugs. Ah, das macht nichts. Das haben wir schon unterworfen. Das ist sehr schön. Nur Feindkultur herrscht zu stark vor. Wir sind bereit. Gut, aber das macht nichts. Da zerstören wir langsam hier alles und dann passt das auch wieder. Zumindest ist das der Plan. Melde mich zur Stelle. Das ist sehr schön. Ein Stellenmelder. So. Nichts Wertvolles wurde gefunden. Ja, wie immer halt. Kenne ich ja gar nicht anders, ne? Na? Den will ich schon noch. So. Ihre Befehle, Kommandant? Okay, das passt. Alle Geschütze bereit. Ja, hier, Logistik, alles hoch damit. Es fehlt definitiv an Geld. Oh, da ist ein Titan. Ihr Freund und Helfer. Ich hab doch hier sicher irgendwo ein... Wo ist denn mein Kolonialkreuzer? Da ist er.
geht noch nicht. Feindkultur herrscht noch zu stark vor. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. Aber das ist egal, hier gibt's nichts mehr, flieg mal weiter. Ihre Befehle, Kommandant? Und hier können wir weitermachen, ne? Träger. Zusätzliche Credits benötigt. Na komm. Zusätzliche Credits benötigt. Zusätzliche Credits. Aber ich krieg jetzt wieder langsam gut Geld. Fast 100 die Minute, die Sekunde bald. Das ist dann schon sehr schön. So, die können wieder feuern. Zwei dahin. Aufladung. Unser Planet wird belagert. Und zwei dorthin. Sehr schön. Planetenentwicklung abgeschlossen. Und dann müsste jetzt demnächst diese Dingsköpfe durch die Gegend fliegen. Die Novalidköpfe. Mit einem fetten Einschlag und dann boom, da fliegt ein Geschoss. Ja. Die anderen sehe ich noch nicht, dauert noch ein bisschen, aber kommt. Da ist noch ein Geschoss. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Das hier müsste ich noch machen. Sollte ich vielleicht zuerst die beiden noch... Nee. Erst noch den Lilanen da hinten vernichten. Was sein muss, muss sein. Und das muss sein. So. Bereit für die vorderste Front. Hier habe ich noch Konstruktionskreuzer. Ja, das braucht's auch Bauwerk noch. Bauwerk komplett. So, die müsste jetzt nichts springen. Immer noch nicht kolonisierbar. Höre laut und deutlich. Die Raketenbatterien schießen überhaupt. Höre laut und deutlich. Upsi. Oh ja, und wie die schießen. Phasensprung auf mein Signal. Aufs Medienzentrum. Sieht so aus. Kampfstationen. Wir sind bereit. Kaputt. Macht aber nichts. Ich glaube nicht, dass er davon noch profitiert. So, jetzt ein Wurmloch. Was da alles hat, wissen wir noch nicht. Ja, nichts. Passt. Passt also. So, schwere Kreuzer. Zusätzliche Credits benötigt. Bauwerk komplett. Naja, das kriegt man schon. So, und noch ein leichter Träger. Kommt schon. Passt. Das ist doch sehr schön. Und die fliegen Höre gleich weiter. Deutlich. Theoretisch kann ich von dem Wurmloch dorthin springen. Also zwischen den beiden Wurmlöchern geht. Theoretisch. Gibt es da eine Verbindung. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Der Geheimdienst warnt vor einem bevorstehenden Piratenüberfall. Gut. Da hieß es ja, um die soll ich mich gar nicht mehr kümmern. Probieren wir das jetzt einfach mal aus. Wir werden ja sehen, wo uns das hinführt. Nicht ausreichende Metalle. Aber wenn die angeblich nicht mehr so gefährlich sein können, ist das auch in Ordnung. Obwohl ich dem... Warte mal, hier hinten bin ich beim Grünen. Alle Energie auf den Sprungantrieb. Ich hätte trotzdem lieber die Piraten... Bauwerk komplett. Auf dem. So. Freund und Helfer! Na komm. Piraten sind unterwegs. Mist. Kein Gegner kommt an uns Warte, vorbei. Warte, das ist ja... Nur eine Sternbasis. Schilde hochfahren! Wir greifen an! Bereit für die vorderste Front. Die sind so gut wie erledigt. Ja, die machen das. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Das schafft die Sternbasis nicht lang. Komplett. Müsste passen. Volle Energie auf den Sprungantrieb. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So. Können wir es hier wieder ein bisschen handeln? Bauwerk komplett. Weil die Sternbasis, die hat schon eine ganze Menge Zeug. Aber mit dem geballten Zeug, was ich habe, kommt es halt auch nicht klar, ne? Ach, da kommen jetzt die Piraten her. Oh ja, gut, hier habe ich noch nicht so viel gebaut, ne? Das sollte ich bei Zeiten mal nachholen. Hier, Waffensysteme und so.
Aber vor allem die strukturelle Integrität ist wichtig. Naja, schon. So, die Sternbasis, die verkackt jetzt. Weg ist sie. Schilde hochfahren! Wir greifen an! Ja, sieht doch ganz ordentlich aus. Wer braucht Luftunterstützung? Passt. Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich groß forschen soll. Der radioaktive Nebel ist komplett. Nice, aber den brauche ich jetzt gar nicht. Die Zeitbomben. Ja, die Fregatten benutze ich gerade auch nicht. Den Kram brauche ich auch alles nicht. Mehr Forschungsstationen bauen. Da kann ich mal gucken, ob irgendwo noch eine Forschungsstation hingeht. Hier unten zum Beispiel. Auch mal hier noch ein Militärlabor hin. Komsat hat Feinde im Anflug erfasst. Passt. Da haben wir hier jetzt ganz viel gebaut. So. Sollte passen, so. Oh oh. Ja gut, das ist natürlich jetzt blöd. Weil die Sternbasen nicht fertig sind. Aber den Planeten muss ich noch ausrotten. Piraten plündern einen unserer Planeten. Nicht gut. Oh ja. Nicht gut. Lauter Korvetten. Ja, da kommt so einiges an. Transporter und so, ja. Ihre Befehle, Kommandant? Muss ich doch hinterher springen, es hilft nichts. Auch wenn ich nicht wirklich möchte, aber es geht nicht anders. So, und hier Truppen sind eingetroffen. Hier jetzt die Piraten. Aber die dürften jetzt Bauwerk so schlimm komplett. Sein. Weil viel Geld hat es auch nicht, auch nicht. Von enormen Ausmaßen wurde das entdeckt. Passt dann schon. Ja, und hier muss ich jetzt halt verteidigen, so gut es geht. Ne? Nicht ausreichende Metalle. So gut es geht. Aber ich denke, das kann ich verteidigen. Der Wing zur Verfügung. Das ist nicht gut, da kommt ein böser Sprengkopf. Alles deaktiviert. Nicht nett. Es bringt nichts mehr ein, das Empire anzugreifen. Aber was willst du machen? So, dann können die Piraten jetzt wieder abhauen, wenn es nichts mehr einbringt. Verzupft's euch. Bauwerk komplett. Phasensprung abgeschlossen. Na? Bauwerk komplett. Mehr Kristalle benötigt. Mehr Kristalle benötigt. Phasensprung auf mein Signal. Großartige Tierwelt gibt's hier und einen kinetischen Verstärker. Boah, da muss ich gucken. Planetenentwicklung abgeschlossen. Ja, wir machen es ja schon fast so im Alleingang. Schaut euch das mal an. Ich würde sagen, das schaut eigentlich ganz vernünftig aus. Commander an Deck! Okay. Nicht ausreichende Metalle. Na, jetzt aber. Unser Planet wird belagert. Na, das merke ich leider. Zerstören wir erstmal die Großkampfschiffe. Unser hat Feinde im Anflug erfasst. Schaut aber so aus, als hätte das schon funktioniert. Irgendwie. Der Planet hält es durch. Alle Energie auf den Meine Verstärkung kommt. Ich werde nicht versagen. Den fangen wir ab, den Bösen. Ihre Befehle, Kommandant? Ja, gut ist.
Feindliche Truppen sind eingetroffen. Geht ja nicht. Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein. So, was geht hier jetzt noch? Kann ich jetzt das Dingens forschen? Planetenentwicklung abgeschlossen. Theoretisch könnte ich es. So, los geht's. Bereit für die vorderste Front. Bereit für die vorderste Front. So. Na, brauche ich hier doch noch eine Raffinerie. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Feindliche Truppen sind eingetroffen. Na gut, dann bauen wir da eben auch noch eine Raffinerie. Soll mir recht sein. Wir sind bereit! Ja. Ich glaube, die schaffen das auch so. Getreu unserem Ziel! Ich glaube wirklich, die schaffen das auch so. Ohne groß jetzt. Brumm, brumm und Hilfe. Zusätzliche Credits benötigt. Weil lang macht er das nicht mehr. Wenn ich hier guck, der kassiert hier und gut ist. Strukturelle Integrität passt auch noch. Bevölkerung ist ein bisschen blöd, aber gut. Und auch der Rest scheint noch zu passen. Weiterer Ausbau des Planeten erforderlich. Was? Wie hörst du? Oh ja, nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Jetzt aber. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Weil die machen wir schon. Freund und Helfer. Der ist weg. Kein Gegner kommt an uns vorbei. Kann gleich hier einen in den Planeten. Wieso nicht? Ne? Wenn wir schon dabei sind, spielt ja keine Rolle. Holen wir uns einfach. Genau, das wird gebaut. Industriekoloss, Schiffsbauzeug. Das wird später noch nützlich, vielleicht. Diplomatie, oh, brauchen wir auch nicht mehr. Und das war's dann schon. Eine neue Kolonie wurde gegründet. Nice. Ihr Freund und Helfer. Ah, schau. Okay. Das hier passt. Zumindest schaut's ganz gut aus. Entwicklung abgeschlossen. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oh. Taktische Plätze 15 und ich habe. Ohne den kann es klappen. Ein Energieanstieg von enormen Ausmaßen wurde entdeckt. Unser Planet wird belagert. Zusätzliche Credits benötigt. Ja, der wird noch belagert, aber das ändert sich doch auch bald. Genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Novalitkanonen, damit kann ich noch leben. Bauwerk komplett. Und ein Schildgenerator hat auch noch Platz, das ist schön. So, und hier haben wir verteidigt, das war's. Dann macht der nichts mehr. Abgeschlossen. Ihr Freund und Helfer. Sehr interessant. Nicht ausreichende Metalle. Na, Metalle brauche ich aber. Oh. Geld gibt's nicht mehr ganz so viel wie vorher. Aber das wird mit der Zeit, wenn die Bevölkerung sich sammelt, wenn die ansteigt, dann wird das schon. Ihre Befehle, Kommandant? Jeweils dahin. Genau. Was jetzt, ja, und hier habe ich ja dann die zweite Flotte, ne? Aber die abgeschlossen. Die bringe ich bald noch zusammen. Planetenentwicklung abgeschlossen. Nicht ausreichende Metalle. Nicht ausreichende Metalle. Naja. So, jetzt. Bauwerk komplett. So, verteidigt. Seht's ja ganz easy. Es sind noch ein paar Jäger, aber die sterben mit der Zeit.
Ihre Befehle, Kommandant? Ist doch gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.